Folge Nummer 33 von City Skylines mit dem DSC Snowfall, den wir so schön sehen, und wir sind im Berchtesgadener Land. Wir haben letztes Mal hier versucht, dieses Kleeblatt noch weiter zu bauen und haben dann drei Seiten jetzt geschafft und sind bei der letzten, die wir da jetzt noch bauen müssen, wo sich das wahrscheinlich dann auch wieder sehr spannend ergeben wird. So, was müssen wir machen? Wir müssen erstmal diese Autobahn noch ein bisschen länger ziehen. Nee, das. Oh, Blitz und Donner. Was war das denn? Zweispurig? Mit Wand. Also die. Die muss jetzt erstmal da so parallel hin. Und dann ist schon wieder ein Problem da, ne? Ja, ich krieg sie leider nicht so. Ja. Ich glaube, wir können das letzte Stück, was wir schon wieder gebaut haben, auch gleich wieder hier wegreißen, weil das einfach nicht funktioniert, ne? So geht der Schwung gar nicht. So ist er verdammt viel. So geht's vielleicht, oder? Ja. So, definitiv müssen wir hier. So wieder dran. Damit die da auch alle hin können. Das passt dann. Und ich würde sagen, hier versuchen wir mal rauszukommen und hochzukommen. Ja, das will er schon gar nicht. Er will hier überhaupt nicht raus. Noch besser, oder? Kann's doch nicht sein. Jetzt geht hier ein bisschen. Warum will der überhaupt da nichts machen? Hier geht gar nichts. Das ist doch Kokolores, oder? Die Straße daneben her ging ja auch nicht, ne? Ne, wollen wir gar nicht checken. Krass, ne? So geht's. Mann. Drehen wir um. Das machen wir auch noch weg. Obwohl da die Dingens ist, ging, die hätten wir naja lassen können im Prinzip. Ist krass, oder? Warum geht das vorher nicht? Warum geht das erst hier hinten? Das weiß keiner, ne? Das weiß keiner. Das passt schon mal. Jetzt wird es nur schwierig. Ja, muss so sein, ne? Geht halt nicht anders. Geht drauf, geht darüber. Von hier kommt keiner, deswegen braucht keiner drauf fahren. Nach da kann erstmal keiner. So, jetzt müssen wir hier noch ein Stück länger machen.
Wir sind da irgendwie so ein bisschen falsch gerade am Laufen. Ich müsste jetzt hier irgendwie so eine Shift-Taste haben oder wo ich das langsam rüberschwingen kann. Das ist äußerst doof geregelt. Warum geht der Snap der da so schnell rein? Kein Mensch weiß, warum das so ist. So, was haben wir hier unten für eine Straße? Vierspurig, kann das sein? Sieht man so ganz schlecht, ne? Na, ich tippe mal drauf, dass das... Nee, da sind außen Bäume, da muss es sechsspurig sein. Muss es die sein? So, passt's. Autobahnanschluss ist der. Und der ist der. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir vielleicht die Straße hier ein bisschen aufwerten können. Vielleicht geht das ja tatsächlich. Wow. Dann hat es funktioniert. Okay, dann ist das hier erstmal fertig. Wie weit ist die Karre noch? Ordentlich. Wir wollen eigentlich mit der Bahn da weiter rum, ne? Die ist dreispurig, also diese. Ich werde die jetzt mal so einfach anlegen wollen. Und dann diese Abfahrt da noch einbinden. Sehr schön, geht sogar. Wow. Aber jetzt mal das Problem, dass wir die andere Straße da nicht nebenher kriegen, wetten. Nee, ne? So einfach. So einfach ist das gegangen. Glaubst du doch nicht, oder? So, und diese müssen auch noch da rumfahren können. So einfach. Ja, da haben wir eine Abfahrt, die wunderbar ist. Sieht richtig schlecht aus, aber funktioniert soweit. Es ist die Frage, wo dann diese Straße irgendwann enden wird, aber die geht wahrscheinlich noch darum. Müssen wir dann mal schauen. Das haben wir schon mal. Wie sieht es insgesamt sonst aus hier? Schneeräumdienst ist noch nicht so ganz am Arbeiten. Tunnel gehen schon. Wir bräuchten Wohnraum. Wie sieht es hier aus? Auch sehr schön, ein bisschen Industrie wäre auch noch verlangt. Machen wir noch, oder? Das ist die Industrie, die wir hier haben wollen. So, dann haben wir das Stückchen fertig. Die Sackgasse ist fertig. Passt. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal so. Ob man hier oben was anderes machen möchte, ist die Frage. Ich glaube, wir lassen das alles als Industriegebiet da, ne? So, Wohnraum ist gefragt dann. Machen wir mal so.
Machen wir da wieder weg. Da wollen wir es nicht hin haben, weil da an der Straße geht es wahrscheinlich. Wir machen mal hier noch ein bisschen Blocks. Nee. Ah, weiß ich noch nicht. Lassen wir noch. Vielleicht gibt es da noch andere Gebäude. Wofür ist das hier noch? Ah, da wollten wir bestimmt irgendwie sowas bauen. Sowas Allgemeines wie eine Feuerwehr oder sowas. Hm? Kann das sein? Lassen wir erstmal so. Hier ist auch noch frei, aber hier, das können wir, ne, das haben wir auch dafür freigelassen. Wir können aber dann noch hier ein bisschen was, irgendwo was bauen. Hier ist ja schon ganz nett. Dann machen wir hier eine Straße rein. So eine. Die hier reingeht, bis da geht. Und da so hingeht. Da so hingeht. Da. Dort. Und dahin. Ja, machen wir so. Und hier gehen wir da so rein. Gehen wir so lang. So. So. Und so. Dann haben wir das auch einigermaßen. Wie sieht es hier mit Strom nicht aus? Mit Wasser? Wasser ist schon gegeben. Okay, da müssen wir mal gerade umschalten. Ach, das machen wir auch nochmal aus. Ich will jetzt erst Räumung beendet. Das heißt, das kann wieder aktiv werden. Das ist wichtig. So, wir haben Grün gefordert. Mach das mal weg. Das wieder hin. Ja, das machen wir so. Da machen wir noch. Das lassen wir mal ein bisschen frei hier. Ach, warte mal. Das machen wir schnell die Wege. Das passt wohl. Und das passt auch so, ne? Hier kommt man nirgendwo mehr durch, ne, oder? Aber wenn das geht, das wäre ja krass, ne? Ist da jetzt ein Weg durch? Nein, ne, oder? Doch. Hammer. Gut,
Hier war jetzt noch keiner durch, oder? Das passt. Und das passt auch. Ist das angeschlossen? Ich glaube schon, ne? Ja. Das haben wir, das haben wir. Dahin geht es tatsächlich auch durch. Ich weiß nicht, ob es hier... Ach, hier geht es auch durch. Cool, oder? Dann haben wir das auch noch. So, da geht's lang. Da geht es auch nochmal lang. Und da geht's lang. Jetzt müssen wir noch hier einen Weg finden. Haben wir auch. Sehr gut. Haben wir das abgeschlossen. So, dann Kommerz ist weg. Industrie möchte noch ein bisschen Platz haben. Machen wir hier oben noch ein bisschen mal. So, dann haben wir das auch. Wunderbar, die sollten auch genug haben. Und dann wird noch ein bisschen Blaues gebraucht. Das können wir aber hier beim neuen Gebiet in die Ecke hier schon mal setzen. Ne, machen wir das niedrige. So, oder? Komm, den nehmen wir auch noch mit. Ja. Geht so, da machen wir vielleicht eine Arztpraxis oder sowas dann hin. Dann ist das auch erstmal safe. So. Wie sieht es denn so aus? Ach, wir können ja mal hier hinten, ne? Wo ist denn hier hinten? Da. Da können wir doch auch mal was machen, oder? Aber da ist jetzt natürlich schwierig mit Strom. Und Wasser auch. Ne, das nicht, sondern das. Aber das geht da nicht hin. Geht hier eins zwischen? Nein. Hier geht eins rein. Das ist schon mal cool. Da geht eins rein, da geht keins rein, oder? Nein. Die sind schon mal verbunden. Das geht. Ey, da war gerade ganz bisschen grün, oder? Da. Geil. So, das ist alles verbunden. Aber Wasser. Wasser ist ein Problem. Wasser ist hier. Sogar warmes Wasser. Lass das erstmal so, oder? Komm, machen wir. Vielleicht reißen wir es später weg. So, wie war das mit den Wohngebieten? Ist da, passend. So, das heißt, wir sind hier erstmal fertig. Da ist noch ein Anschluss nicht fertig, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Dann müssen wir das noch gerade managen, in der Hoffnung, dass es überhaupt nicht irgendwie geht. Geht aber. Jetzt geht's. So, keine Autos hier, aber Häuser. Weil Wasser gibt's auch. Verkehrsaufkommen, hier ist alles im grünen Bereich. Traut sich keiner durch den Tunnel hier zu fahren, oder wie sehe ich das? Wir müssen noch die Umleitung machen, bis wir diese Straße mal irgendwann durchgebaut haben. Dafür müssen wir das Feld aber kaufen. Ja, die haben keinen Strom. Wieso haben die keinen Strom?
Okay. Jetzt haben sie Strom. Alles klar, dann würde ich sagen, haben wir es erst wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne, sag schon, das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.